Herzlich willkommen aus der Evangelischen Kirchengemeinde in Oberramstadt. Heute begrüßen wir Sie hier aus dem Bibelgarten. Wir nehmen Sie mit auf einen Spaziergang, in die wiedererwachende Schöpfung hier zu entdecken. Der Bibelgarten, das ist ein Teil des früheren Pfarrgartens. In alter Zeit machte er die Pfarrstelle in Oberramstadt für Pfarrer sehr begehrenswert, weil er eine gute Versorgung mit Obst, Getreide und Gemüse ermöglichte, um hier anzubauen. 2010, zum 700-jährigen Jubiläum der Stadt Oberramstadt, wurde der Bibelgarten von der Kirchengemeinde als Garten mit verschiedenen Stationen zu biblischen Geschichten eröffnet. Der Bibelgarten kann heute eine Oase sein, ein Ort, zur Ruhe zu kommen und die Schöpfung Gottes zu entdecken. An diesem Ort lese ich das Bibelwort für den Monat April. Es stammt aus einem Brief, der dem Apostel Paulus zugeschrieben wird und der an die Gemeinde in Kolossee gerichtet wurde. Die ersten christlichen Gemeinden entstanden damals dadurch, dass die Jünger Jesu, Apostel und deren Schüler verschiedene Orte bereisten und von Jesus erzählten. Die verschiedenen christlichen Gemeinden untereinander haben dann über Briefe und Besuche miteinander den Kontakt gehalten, um sich gegenseitig im Glauben zu stärken. Ein solcher Brief ist auch der Brief an die Gemeinde in Kolossee. Ich stelle mir vor, dass es bei den damals noch neuen Christen viel Neugier gab, mehr über diesen Jesus zu erfahren und auch über Gott. Wie ist er denn so? Erzähl doch mal! Und als Antwort steht dann in diesem Brief dieser Satz. Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Zwei Stichworte, die aus Sicht des Briefschreibers anscheinend die wichtigsten Eigenschaften Jesu beschreiben. Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Hier in der Ruhe des Bibelgartens und beim Beobachten der ersten aufkeimenden Frühlingsanzeichen entsteht dabei ein Bild vor meinen Augen. Ein Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott selbst ist unsichtbar, ja, aber er wird sichtbar in seiner Schöpfung, auch hier im Bibelgarten. Jesus ist das Gesicht Gottes. In Jesus wird Gott menschlich und kommt uns als Mensch ganz nahe. Mit Jesus wird aus dem unsichtbaren Gott ein sichtbarer Gott. Ein Gott zum Anfassen. Ein Gott, der uns sieht, mit uns fühlt und mit dem wir reden können. Aber was bedeutet dann Erstgeborene vor aller Schöpfung? Diesen Begriff finde ich schwieriger. Im folgenden Text des Briefes geht der Verfasser dann näher darauf ein. In der Übersetzung Hoffnung für alle liest sich das so. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. Aha, daher also Erstgeborener. Wir Christen glauben daran, dass Jesus der Erste war, der den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er für uns eine Brücke gebaut. Eine Brücke, die uns den Weg über Sünde und Tod hinweg zu unserem Schöpfer öffnet. Eine Brücke in Gottes ewiges Reich. Der Verfasser des Kolosserbriefes schreibt dann weiter, indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und wir stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da.
Was für ein Versprechen. Was für eine wunderbare Hoffnung. Befreiung. Gott will mich annehmen, so wie ich bin. Mit allem, was ich an Belastende mit mir herumschleppe. Und Jesus will mir tragen helfen. Und er will mir diese Last abnehmen. Ich darf aufatmen, so wie ich hier jetzt im Bibelgarten aufatmen kann. Ich atme diese frische Luft in meine Lungen ein. Ich rieche den erdigen Duft des feuchten, fruchtbaren Bodens, der neues Leben wachsen lässt. Ich sehe hier die ersten hellgrünen Knospen an den Bäumen sich öffnen. Ich höre die Vögel in den Sträuchern singen. Und ich fühle den ersten Hauch von wärmender Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Und dann steht da noch Folgendes in diesem Brief. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Mit einem solchen Glauben kann ich aufleben. Ich weiß, ich bin geliebt und geborgen bei diesem unsichtbaren Gott, der mir in Jesus sein liebevolles Gesicht zeigt. Ich nehme diese Hoffnung, diesen Ort der Lebensfreude aus dem Bibelgarten hier mit nach Hause und gehe damit fröhlich in meinen Alltag zurück. Ich wünsche Ihnen und euch solche Momente der Hoffnung, Momente des Aufatmens und des Auflebens in diesen Aprilwochen 2021.